Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ihr mitbekommen habt, dass dieser Gogeta hier ein Zenkai Awakening bekommt. Und für die Leute, die es nicht glauben können, hier könnt ihr sehen, wurde auf der Twitter-Seite von Dragon Ball Legends veröffentlicht, dieser Gogeta hier bekommt wirklich ein Zenkai Awakening. Und wenn sein Zenkai Awakening halbwegs gut sein wird, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird dieser Charakter extrem stark sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, ein Transforming Broly wurde auch mit seinem Zenkai eigentlich ziemlich geschaftet, weil der war nichts Besonderes, kann man sagen. Aber egal, bei diesem Video hier geht es jetzt darum, dass wir den Gogeta mal vor seinem Zenkai Awakening spielen werden. Bei meinem Gogeta könnt ihr auf jeden Fall schon mal sehen, er hat 13 Sterne, also 6 rote Sterne, somit die maximalen Stats erreicht, die er erreichen kann. Und hier könnt ihr auf jeden Fall sehen, sogar vor einem Zenkai Awakening hat er ziemlich nice Stats. Jetzt natürlich nicht diese hier, sondern nachdem er sich verwandelt hat, könnt ihr auf jeden Fall sehen, ja, fast 270.000 Schlagangriff, 280.000 Fernangriff und beide Defense-Werte über 170.000. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das sind ziemlich, ziemlich stabile Stats. Das Wichtigste wird auf jeden Fall sein, was für Damage-Buffs er bekommen wird, weil sonst wird er einfach nur komplett wie Transforming Broly enden. Also, das ist jetzt das Team, wo ich ihn benutzen werde. Logischerweise in einem Fusion-Team. Und das sind die Equipments, die ich ihm gegeben habe. Und ich denke mal, jeder Einzelne von euch hat sich eh schon denken können. Genau, ich gebe nur Equipments, die seinen Special Move erhöhen. Hier 14%. Hier noch einmal 12%. Und hier nochmal, ich sag mal extra aufgerundet, 10%. Also, das wird so oder so das Wichtigste sein. Nachdem wir eine Green Card aktivieren, wenn er sich verwandelt hat, können wir jedes Mal mit dem Special Move die Chars einsperren, die der Gegner hat. Und das wird auf jeden Fall ziemlich spaßig sein. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir mal an. Unser erster Gegner hier spielt ein Godki-Team und ja, wird ein bisschen nervig sein. Ich nehme Transforming Gogeta gegen eine Varus mit, die von einem Beerus Zenkai Säbel debufft wird. Also, ja, snipen wird auch schwer. Er hat keinen einzigen roten Charakter. Logisch, Godki hat nur LF-Samus und wenn du LF-Samus eben nicht hast, dann hast du keinen roten Char, so wie bei ihm. Aber vielleicht kann ich irgendwie den 2-Sterne Gogeta Blue snipen. Schauen wir mal. Also, ich werde es jetzt auf jeden Fall so spielen und ich denke mal, es sollte schon passen. Let's go. Okay, er nimmt wirklich Samus mit? Okay. Oh, ich hasse. Egal, egal. Komm, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Transforming Gogeta muss ich nur verwandeln und dann werden alle weggesniped. Alle. Na, macht nur Spaß. So viel wird jetzt auch nicht Damage machen. Er wechselt. Ich denke, er macht uns. Ich hoffe, er macht eine Zeit. Warten wir. Perfekt. Okay. Da sammelst du noch ein halbwegs alter Scheiß. Was heißt hier halbwegs? Er ist schon über ein Jahr alt. Nimmt auch natürlich auch hier ein bisschen Damage. Okay, muss ich jetzt wechseln. Leider kein Blast Attack. Warum ist er jetzt so viel Leben verloren? Aber ich habe. Na, obwohl ich habe nicht mal genug Kiefer im Blast Attack. Das ist eigentlich auch ziemlich egal. Okay. Ich bleibe mit ihm noch auf dem Feld. Nice, nice. Vanish sollte wieder da sein. Und es ist wieder da. Sehr schön. Ah, komm. Echt jetzt? Ja, jetzt muss ich die Green Card so aktivieren. Ich will sie eigentlich für Gogeta behalten. Egal. Varus nehmen wir hier schon mal auf zum Spiel. Und somit habe ich keinen Counter mehr. Also hat er keinen Counter mehr gegen meinen Transforming Gogeta. Das ist schon mal sehr schön. Okay, und Varus sollte down sein. Perfekt. Und jetzt kann ich vielleicht es irgendwie echt schaffen, jemanden wegzusnipen. Okay. Warten wir einfach ab. Okay, jetzt. Ah, es war so... Na, egal. Perfekt, Special auf einmal rein. Green Card ist nicht am Start, somit sollte es jetzt eigentlich nicht so viel Damage machen. Schauen wir mal. Ja, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Und Vanish ist wieder am Start. Sehr schön. Er wechselt. Ich glaube, er wird aber dieses Mal direkt angreifen. Ja, war klar. War klar. Okay. Okay, gegen Zamasu. Ich habe zwar... Oh. Egal. GG. Unser nächster Gegner spielt ein Godki-Team. Und ich hoffe mal, dass er seinen Zamasu mitnehmen wird. Aber ich bezweifle es mal, weil er sieht sofort an erster Stelle meinen Transforming Gogeta. Aber eigentlich die Chars, die er so dabei hat... Ja, ich meine, Varus hat keinen Virus-Buff am Start. Das sollte jetzt echt kein Problem sein, wenn ich hier Transforming Gogeta mitnehme. Und ich denke mal, ich werde hier Gogeta mitnehmen. Okay, let's go. Also, er hat sich für Doppel-Lila entschieden, obwohl er gesehen hat, dass ich ein... Okay, ja. Und er überlebt es sogar echt. Nicht schlecht. Ja, es war klasse in den Green. Ja, jedes Mal. Okay, nice. Okay, mein Blaster geht sich noch aus. Perfekt, er wechselt nicht. Okay. Okay, ich wechsle hier direkt, kann mich verwandeln. Das war jetzt nicht so gut von mir. Ja, ich müsste ja eigentlich gleich wechseln. Außer er macht einen Combo-Drop. Okay. Okay, hör auf zu nerven. Natürlich kriegst du einen Perfect Vanish. Was denn auch sonst? Macht ihr Dick die Ultimate? Ich denke mal noch nicht, oder? Oh doch, er macht sogar. Okay, dann tankt es wenigstens Gogeta hier.
Man darf, ich glaube, das ist der erste Damage, den Greta bekommt. Also, okay. Keine Ahnung, warum er das jetzt machen wollte, aber egal, besser für mich. Okay, gehen wir hier mit Gogeta rein. Direkt in... Achso, ich habe ja gar keinen Rising Rush. Okay, ich hoffe, dass er jetzt angreift. Ich weiche aus. Perfekt. Und jetzt kann ich einen Rising Rush raushauen. Aber erst mache ich hier noch den Blast Attack. Und jetzt mache ich den Rising Rush. Okay. Ich sag's mal so. Ja, okay, sein Samus wird es nie im Leben überleben. Aber die Frage ist, was wird er nehmen? Ich nehme Blast Attack, weil er weiß, dass ich einen Special Move auf der Hand habe. Vielleicht nimmt er genau deshalb den Special Move. Schauen wir mal. Okay, komm schon. Nimm Special Move. Nimm Special Move, komm schon. Er nimmt Blast Attack. Er nimmt wirklich Blast Attack. Das war eigentlich ziemlich dumm von ihm, weil... Jo. Okay. Alles klar. Okay, Greta. Zum Glück hat er einen Cover Rescue hier. Wenn er hier einen Special Move hat, RIP. Aber er hat ihn nicht. Perfekt. Okay, auch irgendwie sehr riskant von ihm. Keine Ahnung, warum er es so getan hat. Und jetzt sollte es eigentlich hier GG sein. Wenn ich hier die Ultimate jetzt mache, egal ob jetzt Ultra Instinct oder Vegeta aufherkommt, ja, beide überleben es nicht. Aber es kommt Ultra Instinct, somit geht Ultra Instinct down. Und mit einem einzigen Vegeta Blue kann er eigentlich jetzt nicht hier mehr gewinnen. Ist eigentlich unmöglich. Vor allem mein Vegeta Blue ist, glaube ich, eh fast Full HP. Ja, fast. Ja. Habe ich den Main? Na, Main habe ich eigentlich auch nicht mehr. Okay, Rising Rush, eh gut von ihm hier. Aber keine Sorge. Ich glaube, es ist ein Special Move. Weil er hatte die Ultimate eingesetzt. Nicht das. Ja, genau. Komm schon. Special Move. Schade. Green Card. Schade. Aber nicht so schlimm, weil. Genau so wollte ich, dass es passiert. Hier ist ein Special Move. Ich brauche nur mehr die Green Card. Okay, nice. Warte mal. Achso, ich bin eh typneutral. Ja, okay, dann ist eh GG. Weil ich meine, was soll ich. Okay, warte. Sollte sogar ein LF sein, oder nicht? Ja, doch, das ist easy, ein LF. Perfekt. Schaut einfach so übertrieben geil aus, kein Witz. Und jetzt kommt's. Da kann ich es echt verstehen, wenn sie sagen, dass es Monate dauert, so einen Chart zu machen, weil es schaut schon noch sehr viel Arbeit aus und es gefällt mir einfach nur extrem. GG. Und unser nächster Gegner spielt auch ein God-GT und genau deshalb werde ich genau wieder diese drei Charts mitnehmen. Let's go. Also, mein Ziel ist es, ich will jetzt Ultra Instinct mit diesem Transforming Greater wegsnipen. Ob es möglich sein wird, ja, schauen wir mal. Aber ich werde mein Bestes geben. Okay, wechseln wir direkt zu Vegeto hier. Ich denke, jetzt werde ich den Cover Change machen. Zu Ultra Instinct, perfekt. Jetzt wird er direkt wieder wechseln, denke ich mal. Weil klar, weil er sonst viel Damage nehmen würde. Bei Ultra Instinct, glaube ich, war auf wie viel? Maximal 6 Sterne und seine Defense ist, ja, wie kennen wir alle, nicht die beste Defense hat er. Schade. Verwandeln kann ich mich schon, was echt nice ist. Oh, die Green Card ist auch da. Sehr schön. Ich hoffe mal, dass er jetzt greift an. Er greift leider nicht an. Okay. Ich mache einfach einen One-Tap hier. Perfekt. Okay, perfekt. Ja, ich mache hier einen Special Move. Das Gute ist, ich kriege eher einen Special Move zurück. Also kein Stress. Somit kann ich immer noch snipen. Weg mit dir. Er will safe seine Green Card aktivieren. Nein, immer noch nicht. Und er wechselt sogar. Okay, er wechselt gerade. Oh, und die Green Card ist auch am Start. Sehr schön. Perfekt. Leider will ich halt nicht Vados wegsnipen, weil das wird eh nicht funktionieren. Okay, Ultra Instinct ist da. Wechseln wir. Green Card ist immer noch aktiv. Darf man nicht vergessen. Perfekt, let's go. Ich hätte eigentlich noch einen Blast Attack machen sollen. Na, das wäre viel besserer Damage gewesen. Egal, schauen wir mal. Hat nicht die beste Defense. Boah, 7.000 bis 800.000. Und jetzt aber, oder? Okay, es überlebt er natürlich auch. Okay, sofortiger Wechsel hier zu Gogeta. Blast Attack und ich glaube... Green Card und Special Move. Ultimate, reicht schon, oder? Schauen wir mal. Ich bin eigentlich auch von Transforming Gogeta gerade ein bisschen mehr erwartet, weil es ist Ultra Instinct und nur... 700 bis 800.000 Damage. Oh, ja, aber ich meine... Okay, es ist klar. Der Charakter ist mehr als ein Jahr alt. Deshalb darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Ich hoffe mal, nach seinem Senkai Awakening wieder um einiges stärker sein. Na, komm, echt jetzt. Aber, ja, egal, es passt schon. Sehr schön, Perfect Vanish hier.
Schauen wir, ob er hier den Rising Rush jetzt machen wird. Blaster kommt rein. Er sieht auf jeden Fall, dass er genug Damage macht und macht direkt den Rising Rush. Das Special Move haben wir vorhin gar nicht gesehen. Die Green Card haben wir gesehen. Okay, es ist das Special Move. Green Card wurde vom Varus schon aktiviert. Special Move aber kein einziger. Sag ich doch. Nice, sehr schön. Aber ich muss trotzdem aufpassen. Oh, das habe ich jetzt nicht getan, oder? Oh, nice, nice, nice. Na komm, echt jetzt. Ja, kann man nichts machen. Sehr nice von ihm. Schauen wir mal, ob er gleich die Ultimate aktivieren wird, oder? Nein, er macht die ganzen Trail Caves. Aber wenn er hier die Ultimate jetzt macht, kann ich sogar zu Gogeta wechseln. Und er tankt das Ganze einfach. Oder? Okay, ja, ja, passt, passt. Na komm schon, dass ich meinen Vegeta so sinnlos verloren habe. Okay, ich denke mal, das sollte eh überleben. Ja, geht. Nimmt trotzdem sehr viel Damage, muss man sagen. Aber es passt schon. Direkt Angriff, er stoppt das Ganze. Gleich Blastdeck hinterher. Goku kommt rein, Main Ability, Varus greift an, deshalb machen wir jetzt einen Rising Rush. Er hat gesehen, dass ich eine Main Ability aktiviert habe und damit sollte ich den Special Move haben. Ich hätte eigentlich trotzdem Special Move nehmen sollen. Ich glaube nicht, dass er daran denken würde, dass ich es jemals so riskieren würde. Okay, Varus geht hier auf jeden Fall down und sogar beim Rising Rush nimmt Varus sehr wenig Damage. Nice, sehr schön. Okay, kann Gogeta reinkommen. Einmal noch abbrechen, dann kann Gogeta reinkommen. Ich wünsche, es wäre ein Strike Attack. Okay, ich greife jetzt, denke ich mal, direkt an. Okay, war die richtige Entscheidung. Kommt noch ein Blastec, es kommt noch ein Blastec. Aber leider habe ich kein Vanish. Ah, sehr schön von ihm gebaitet hier, sehr schön. Okay, kann es Transforming Gogeta schaffen? Ich glaube, die Antwort kennen wir alle. Keine Chance, was soll er hier machen? Sein Damage ist echt weniger, als ich dachte, kein Witz. Den Blaster kann ich noch stoppen, aber den nächsten Angriff werde ich nicht mehr stoppen können, leider. Und seine Ultimate, hat er sie eigentlich noch? Ich denke schon, oder? Weil wenn er sie hat, dann könnte er es auf jeden Fall damit beenden. Und er hat sie auch und ja, somit auf jeden Fall GG. Das Traurige ist, Leute, hätte es Gogeta wenigstens geschafft, während dem Rising Rush Varus auf 1 HP zu bringen, dann hätte ich es auf jeden Fall noch mit den Tabatex geschafft, aber leider nicht mal das hat er geschafft. GG. Also Leute, das ist auf jeden Fall jetzt mit diesem Showcase hier gewesen, weil es macht absolut keinen Spaß, ihn zu spielen gerade. Er ist einfach viel zu schwach. Und falls dieser Gogeta hier nur einen geringen Zenkai-Buff bekommen sollte, dann bin ich ehrlich mit euch wieder nicht so gut werden. Damit der Gogeta hier nach seinem Zenkai-Awakening wirklich relevant werden soll, braucht er unbedingt Damage-Buffs. Wenn er seine Main-Ability aktiviert, muss er Ki dazu bekommen. Und Nummer 3, Leute, es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn seine Stats schon ziemlich stark erhöht werden würden. Weil wenn diese drei Sachen nicht passieren, dann wird er, glaube ich, als Zenkai nicht so gut werden. Aber egal, Leute, von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also, Leute, und ciao!